So, da sind wir auch schon wieder bei Let's Play New Super Luigi U. Und wir gehen einfach mal ins Geisterhaus. Oder ins Geisterschiff. Rackerei im Buhu-Wrack. Okay. Was zur Hölle, was auch immer werden wird. Das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ups. Hä, jetzt ruckelt das. Hilfe. So. Hier rein? Keine Ahnung. Kann man in alle Röhren rein? Ich vermute fast schon wirklich. Aber naja, das wäre irgendwie fies. Man weiß nie, ne? Na gut, die war jetzt nicht allzu fies versteckt. Muss man ja auch mal zugeben, aber das hier ist fies. Wie bewegen die sich denn? Da unten ist die andere übrigens. Die andere Sternmünze. Ich demonstriere das mal gerade. Also so holt man die, aber man sollte danach natürlich auch überleben. Ist ein guter Tipp, kann ich euch geben, diesen Tipp. Da zu überleben. Kann ich hier vielleicht nochmal groß werden? Geht das? Ich glaube schon. Ja, ja, immerhin das geht. Ups, man sollte jetzt auch nicht abtauchen oder in die falsche Richtung springen. Kann man auch in die, man kann, glaube ich, in alle Röhren rein, oder? Ja. Ich vermute schon. Jetzt komme ich auch in der Mitte raus. Hier ist immer noch nichts, ne? Nö. Okay. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie, ne? Wollte ich nur noch mal erwähnen. Man weiß ja nie. Wow. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach komm, er sinkt nicht zu, ich sink nicht schnell genug. Das ist scheiße. Komm schon. Das ist doch echt fies, dieses Level. Das hasse ich. Müsstest du mit Pinguin oder sowas reingehen vielleicht? Ich weiß es nicht. Gut, dass ich das überlebt habe. Nein! Alter, bist du blöd. Fortfahren. Luigi, was machst du denn? Warum springst du da ab? Warum? Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mann. In die falsche Richtung gesprungen. Nein! Ach, komm, das ist doch scheiße. Diese blöden, das gibt's doch nicht. Wie fies das einfach ist, ne? Habe ich schon mal erwähnt, wie fies das einfach ist? Lololololo. Ich nehme mal die Röhre hier. Aus irgendeinem Grund. Wird auch nicht viel anders sein, außer dass ich jetzt hier rauskomme. Aber immerhin. Ist ja auch mal was. So, ich weiß schon, wo die zweite Sternmünze ist, aber will ich die wirklich haben? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich sollte da wirklich, wenn ich groß bin da. Und insofern ich überhaupt... Das Problem ist, ich komme gar nicht groß da durch. Wie soll denn das gehen? Kann man hier vielleicht? Nö. Man weiß ja nie, da sind... Manchmal sind da ja auch noch andere Blöcke drüber. So. Ach. Mann. Ich hasse das. Das ist so fies. Also unten drunter durchschwimmen geht auch leider nicht. Alter, ich fass das doch gar nicht. Wie kann ich denn so schlecht sein? Es ist aber auch fies, dieses Level. Das muss ich einfach mal sagen. Also ich hasse sowas.
Aber ich probiere das mal mit dem unten lang schwimmen. Da war ich zu tief. Scheiße. Ach Mann. Das gibt's doch nicht. So viel zum Thema unten lang schwimmen. Oben verliere ich ein Leben, unten verliere ich ein Leben. Ich verliere überall Leben. Ich habe bald keine Lust mehr auf das hier. Das gibt's doch nicht. Luigi. Aber ich komme auch durch irgendwie. Wie man sieht. Nicht gut, aber ich komme durch. Bin ich jetzt ohne Feuer, das ist gut, das ist gut. Kriege ich die hier vielleicht auch irgendwie tot? Jetzt hängen die genau unter mir, das gibt's doch nicht. Ich schwimme jetzt hier unten lang. Ich schwimme doch nicht unten lang. Ich vermute, hier unten ist bestimmt irgendwo. Ich gehe jetzt erstmal raus hier. Ich will jetzt raus hier. Lass mich raus. Was ist das denn? Was soll das? Hilfe, lass mich hier durch. Ups. Ein One-Up, immerhin. Boah, wie scheiße. Level beendet und mit 2 Sternmünzen sogar das Ganze. Und ich vermute, die oben, die dritte wird wahrscheinlich irgendwo oben sein, wo ich jetzt drunter durchgeschwommen bin. So. Und den Secret Exit muss ich hier auch befinden, weil er auch in New Super Mario Bros. U hier war. Also wird er auch hier seine New Super Luigi U. Die haben ja die Oberwelt nicht geändert, soweit ich weiß. So, gehe ich jetzt unten oder oben zuerst hin? Ich gehe mal unten zuerst hin. Warum, weiß ich nicht. Ist überhaupt richtig? Die 4? Doch, könnte hinkommen. Oder die 3. Was wäre jetzt das nächste? Ich weiß es gar nicht. Oh, ho, ho, das ist gut. Das ist nicht so gut. Ich vermute, ich kann die auch nicht kaputt machen, oder? Ach doch. Oh. Das macht es natürlich etwas einfacher. Was ist hier drin? Oh, ein P-Switch. Ach du Scheiße. Warte mal, halt. Ein Pilz. Meine Koopa? Wo bin ich denn? Wo bin ich? Hilfe. Springt zu hoch. Noch eine Koopa. So. Da ist noch eine Sternmünze. Na toll. Wie soll ich die denn kriegen? Vermutlich mit einer Koopa. Oder ich springe einfach mal zurück. Oder auch nicht. Gut, ich hole mir die nicht. Nein, okay, ich hole sie mir wahrscheinlich doch gleich wieder. Ich hätte mein Ziel laufen sollen. Scheiße, ich bin so doof. Verdammt, ich bin so gierig nach diesen Sternenmünzen, ne? Jetzt habe ich die ersten 2 auch nicht. Ein Pilz. Das ist gut und hier ist nichts mehr drin. Gut. Und ich verliere ihn gleich wieder. Das ist gar nicht gut. Ein P-Switch, das ist gut. So, also der ist hier drin, das wusste ich noch. So.
Hier ist ein Pilz drin. Das ist auch gut für mich. Scheiße. Ach, verdammt, ich war zu schnell. Mann. Okay. So. Cheep, cheep, Überflieger. 13 Leben habe ich ja noch. Verdammt, ich hätte jetzt gerne wieder den Pinguinanzug, damit ich nicht so verwundbar. Mann! Das gibt's ja gar nicht. Mann, das gibt's doch nicht. Wieso können die Fische im Wasser schwimmen? Was sind das für Fische? Echt mal. Total ungewöhnlich. Voll ungewöhnlich, dass Fische im Wasser schwimmen können, Mann. Komm, jetzt reicht's aber mal. Jetzt ja wohl hier mal schaffen, hier rüber zu kommen, ohne zu sterben. Oh, das ist gut, die macht mir was kaputt, aber ich will eigentlich jetzt diese Sternmünze haben und jetzt einmal hier rüber. Genau, und jetzt hier der P-Switch weist mir den Weg, das ist gut. So, was ist jetzt hier drin? Jetzt bin ich endlich mal groß hier. Oh, ein Pinguinanzug. Ist ja auch nicht schlecht. Hallo, schwimm hoch. Schwimm hoch, schwimm hoch. Habe ich gesagt. So, kannst du jetzt auch nochmal hier drauf landen? Geht das? Nee, natürlich nicht. Mann. Ach komm, egal. So viel zum Thema das Wonderpoolen da nochmal. Level beendet. Yeah. Ach, ist das nicht toll. So, jetzt muss ich noch eigentlich noch das andere Level machen. Also eigentlich. Will ich es machen? Ja, mal sehen. Was soll es da schon Schlimmes geben? So, warte. Kann ich ja auch kommen. Ich war da schon dran vorbei. Na gut, dann mache ich das ja auch nochmal. Ach komm, jetzt hat er mich getroffen, bevor ich... Das gibt's ja nicht. Wie soll ich die denn alle tot kriegen hier? Die fliegen immer an mir vorbei. Das ist doch scheiße. Ich krieg die gar nicht. Alter. Komm, einen habe ich. Noch einen habe ich. Den habe ich nicht. Jetzt komm. Ich krieg auch noch. Nein. Kriege ich auch noch? Habe ich gesagt? Nein. Ach komm. So, noch 5 Sekunden, um ihn zu kriegen oder selber zu sterben. Egal, ich wäre eh gestorben an der Zeit, die mir gefehlt hat. Wie fies. Mann, ich hasse das. Ich hasse sowas. Ach, das gibt's doch gar nicht. Lalalalala. Wieso hat er jetzt so einen Sprung gemacht? Ich weiß es nicht. So, einer fehlt jetzt noch. Ha! Geschafft. Und was kriege ich? Oho, so ein Flugdings. Ist natürlich auch nicht schlecht. Aber eigentlich wollte ich da nur durch. So. Yeah, toll. Ich möchte gern weiter und zwar hier rein. Piranha-Spritztour. Und das als kleiner Luigi. Ich hasse das als kleiner Luigi irgendwas zu machen. Was soll ich jetzt tun? Ich vermute, es ist nicht gut, wenn ich hier runterfalle. Ich weiß aber nicht, wieso. Ich weiß gar nicht, ob da unten irgendwas ist. Theoretisch müsste da eigentlich was sein, weil... Ich meine, da sind Palmen. Ernsthaft? Da ist aber nichts. Die Palmen wachsen natürlich in der Luft. Und wenn ich da runterfalle, sterbe ich. Ist doch logisch.
Also manchmal frage ich mich echt, wollt ihr mich veräppeln? Na gut. Ich glaube manchmal echt, dass die mich veräppeln wollen. So. Apropos, ich weiß, wo die Sternmünze ist. Ich weiß aber nicht, wie ich rankommen soll. Ich glaube, ich weiß, wie ich rankommen soll. Ach. Ach, der hat die gleich genommen, die Dings. Okay. Was kriege ich? Ach, einen Pinguinanzug. Warum denn immer einen Pinguinanzug? Ich weiß es nicht. Auch ganz praktisch so. Okay, warte. So. Ich habe alle Sternmünzen. Krass. Bloß das Leben am Ende habe ich nicht gekriegt, das ich gewonnen habe, aber ist ja auch egal. So. Hauptsache, ich bin hier durchgekommen und jetzt muss ich nur noch durchs Schloss kommen. Nur noch. Nur noch. Ach so, nee, kommt ja noch ein Level. Ach du Scheiße. Grottenschlecht. Oh nein. Die Drachenale schon wieder, ernsthaft. Warte mal, geht's da oben irgendwo rein? Ich glaube nicht, aber. Schon, hallo, das ist mich mal rüber. Ne, da geht's nicht hin. Okay. Dann gehe ich hier rein. So. Man muss ja alles überprüfen, auch wenn hier gar keine Zeit ist. Alter, was? Wobei jetzt als Pinguin ist das natürlich recht einfach. Wenn man hier durchkommt, natürlich nur. Ach du Scheiße, was soll ich jetzt hier machen? Wie soll ich jetzt hier. Ach du Heilige. Jetzt bin ich auch noch ganz klein. Ja, wie praktisch ist das einfach? Wenigstens macht der Drachenaal die kaputt. Wie komme ich jetzt hier durch? Gar nicht. Andersrum muss ich anscheinend. Wie komme ich jetzt da durch? Auch gar nicht. Ach doch. Och man, jetzt bin ich an seinen Schwanz gekommen. Kennt ihr das, wenn man an den Schwanz von jemandem kommt, stirbt man gleich. Wie viele Frauen schon gestorben sein müssen? Naja. So, jetzt schon wieder hier das Erwachsenen-Let's Play. Das ist natürlich auch toll. Lololololo. Was bist du? Oh, eine Feuerblume. Das ist gut, das ist gut. Aber ich muss sie erstmal kriegen. Das ist nicht so gut. Kann man den eigentlich tot machen? Nee, man kann ihn nur beschleunigen. Okay. Was natürlich auch nicht Sinn der Sache ist, aber naja. Lass die mich jetzt irgendwie mal durch, bitte. Hallo, ich möchte gern durch. So, wie gesagt, man kann die beschleunigen, aber warum sollte man das tun? Hallo, lass mich da jetzt rein, bitte. So, zum Glück sind die nicht allzu wendig. Wie gesagt, man kann es beschleunigen, aber viel bringt es nicht. Oh, ein One-Up, das ist gut. Ich habe mein Dings verloren, das ist nicht so gut. Ich frage mich, was hier drin ist. Ich frage mich, ob ich das je rausfinden werde. Weil immer dieser doofe Drachenaal da im Weg ist, so ein Scheiß. Na komm, jetzt lass mich dagegen. Da ist ja gar nichts drin. Was? Ach, scheiße. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Zeit abgelaufen. Ich krieg eine Krise. Also manche Level sind recht lang, kann das sein. Aber ich habe mich jetzt da auch gerade aufgehalten. Das war nicht so schlau.
vergesse es manchmal, dass ich ja nicht so viel Zeit habe, leider. Da will man alles testen und dann, ja, dann war es das schon. Dann ist die Zeit vorbei. Dann kannst du es auch vergessen. Komm, beweg dich schneller, beweg dich schneller, genau. Nein, das war nicht so gut. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Verlasst mich durch, ich bin, naja, irgendwas. Ich bin Luigi. So. War jetzt sehr schlau. Rottenschlechte Drachenhale. Also manchmal ist das Spiel echt fies. So, oder ich stelle mich einfach total dämlich an. Das kann natürlich auch sein. Das war jetzt echt gerade blöd. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass ja das Ding sich so schnell bewegt. Hat er den nicht getroffen? Ich glaub's nicht. Und ich bin wieder klein. Wie toll. Ach, wie fies. Jetzt, da hinten hätte ich lang gekonnt. Okay. Aber das siehst du ja so schnell nicht. Ach. Mann, ich hasse dieses Level. Mann, ich bin schon wieder an den falschen rangesprungen. Lasst mich hier durch. Lasst mich durch. Ich bin Arzt. Ich bin Pizzalieferant. Lasst mich durch. Dieser Herr hier braucht dringend eine Pizza. So. Sehen Sie das denn nicht? So, warte. Beschleunigen, beschleunigen, beschleunigen. So. Schneller, du komischer Drachenal. Nee, das reicht schon. Ach, scheiße. Das war dann doch zu schnell. Mann! Was mache ich denn auch? Hahaha! Mann, beweg dich schneller, beweg dich schneller. Jetzt beweg dich mal. Das war nicht so schlau. Würde ich gerne das Leben wieder haben, aber andererseits, ich weiß nicht, ob das so die beste Idee ist. Naja, komm. So, jetzt einmal hier ein bisschen weiter durch. Ich vermute, dass die letzte Sternmünze wird noch irgendwo anders. Ach, da, okay, da wird noch eine andere Röhre sein. Gut. Weiß ich das jetzt auch? Scheiße, das war Fail. Egal. Level beendet. Yeah. So, die letzte Sternmünze hole ich mir mal ausnahmsweise jetzt mal nicht. Ganz ausnahmsweise. Ich hole mir die ja sonst mache ich ja alle Level beim ersten Mal mit allen Sternmünzen. Aber bei diesem Level mal ganz ausnahmsweise nicht. Ne? Hier ist noch ein Pilzus. Das brauche ich jetzt nicht dringend. Hier gehe ich jetzt mal rein. Willi Gala in Larrys Torpedo-Festung. Ach, du Heilige. Bitte, was? Kann man eigentlich auf die Großen draufspringen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Auf die Kleinen kann man auch drauf. Vor allem machen die Großen die Kleinen kaputt. Ist ja cool. Komm ich jetzt wieder raus? So offensichtlich nicht. Was? Nee. Ein Pilz. Da. Wozu das gut ist, ich weiß noch nicht so ganz. Hier auch.
Wir können es wenigstens von unten kaputt machen. So, warte. Apropos, was ist da jetzt eigentlich gewesen? Nix. Okay, jetzt lasst mich mal hier durch. Lasst mich durch, ich bin Arzt. Hatte ich das nicht schon mal erwähnt? Der ist auch schon alt, der Witz. Naja. Komm, jetzt... Bin wieder zu blöd, dagegen zu fliegen, Mann. Egal. Komm, scheiß auf die Sternmünze jetzt. Ist mir auch gerade zu doof. Hat mich hier... auf der anderen Seite... Bitte was? Zeit abgelaufen. Was? Ach komm. Alter, wie fies ist dieses Level. Und du hast doch nicht mal einen Punkt, wo du speichern kannst irgendwie zwischendurch. Also so ein Checkpoint natürlich. Meine ich, ne, ist klar. Was sollte ich sonst meinen? Jetzt, komm, komm, gib mir den Pilz. Danke, und jetzt lass mich hier einmal rüber. Lass mich hier einmal drauf, warte. Lass mich hier einmal gucken, was hier drin ist. Eine Blume, eine Eisblume. Das ist ganz... Oh, ein Meepilz? Ein Meepilz? Wofür soll der gut sein? Ich weiß es nicht. Ach, ich weiß wofür. Okay, halt. Sonst für nix. Ist einfach Minipilz ohne Grund. Der springt zu weit, Hilfe. Alter, das geht nicht. Der springt zu weit, dann muss ich mal bremsen und dann kriegt mich die riesige. Ne? Kanone. Das geht nicht. Nimm mal den hier, so halt. Ach, kann ich auch durch. Hier unten drunter, was das bringt, weiß ich noch nicht so ganz, aber... Kann man da immer gegenfliegen? Wie ist er überhaupt gerade gesprungen? Das ist ja auch ganz seltsam. Na gut. So, jetzt möchte ich bitte überleben. Das wäre toll. Und zwar möglichst in der Zeit noch. So, sehr, sehr kurz bemessen gerade für dieses Level, diese Zeit, ne? Ich will die Minipilz gerade doch nicht. Wäre bestimmt ganz praktisch, aber... gerade nicht so. Jetzt weiß ich zumindest, wofür das da gut ist. Okay, aber ich glaube, eigentlich ist das für gar nichts gut, außer als Abkürzung vielleicht. Komm, jetzt. Mit dem mal. Nein, ach Scheiße, ich hasse das. Wie soll denn das gehen? Wir kriegen das einfach nicht hin, diese komischen... So, warte. Ups. Ich gehe hier rein. Ich hätte da unten mich ducken können, da wäre nämlich noch ein Pilz gewesen oder sowas bestimmt. Aber ist jetzt auch egal. So, die zweite Sternmünze muss ich mir wann anders holen. Achso, ja, ich muss ja laufen. Na komm. Lololololololololo. So, komm. Da möchte ich jetzt rein. Ach ja, das hier. Ah, das war ja so scheiße. Ich erinnere mich. Von wegen, dass er jetzt hier so hoch schwimmt. Oh, ups. Entschuldigung.
steigt ihm wahrscheinlich zu Kopf, dass da dauernd jemand auf seinen Kopf springt. Könnte ich mir vorstellen. Aber hey, wie fies. So, da ist er tot. Na, sowas. Tja. Das war jetzt beabsichtigt. Also war wirklich beabsichtigt, natürlich. Ist klar. Ne? Aber wir sind ja eigentlich kein Mörder. Wir sind ja ganz braver Luigi. Wir tun ja niemandem was. Ne? Ist doch klar. Na gut. Dann würde ich sagen, ich speichere gleich hier mal, wenn möglich. So. Speichern. Lass mich speichern. Wo? Hallo? Ja, natürlich speichern. Speichern beendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play New Super Luigi U. Bis dahin sage ich mal tschüss.